zu Land, zu Wasser und in der Luft. Bei der IONICA 2019 wird in allen Elementen gezeigt, wie Mobilität von morgen aussieht. Zukunftsweisende Technologien und Ideen aus aller Welt machen Zell am See für eine Woche im Jahr zum Leuchtturmgebiet für E-Mobility. Neben den 80 Ausstellern sind es vor allem die Aktionen wie das 24-Stunden-Rennen mit Elektroautos, die hier die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was geht's hier? Geht's um die Schnelligkeit oder Tempo? Ja, es geht schon darum, dass wir einen Gewinner haben werden am Ende des Tages morgen. Wir wollen aber vom E-Mobilitätsclub demonstrieren, wie toll das ist mit dem Elektroauto, dass es heute schon so weit ist und nicht so wie viele glauben, dass es die Zukunft ist. Es ist die Gegenwart und für uns ist es eigentlich schon seit fast 6 Jahren die Vergangenheit. Vor allem die Reichweite ist momentan noch ein großes Thema beim Fahren mit dem Akku. Trotz des Ausbaus von Ladestationen kann manchmal schon der Saft ausgehen. Was macht der ÖMTC, wenn einem Tesla der Strom ausgeht? Also seit einem Jahr rund haben wir einen mobilen Charger. In dem Fall wird ein mobiler Charger dann an den Tesla angeschlossen. Wir können über die mobilen Ladestation den Tesla in ungefähr 30 Minuten so weit weiterhelfen, dass er sich selbstständig zu der nächsten Ladestation bewegen kann. Auch was stationäre Ladestationen angeht, wird beim ÖRMTC ausgebaut. Das ist ja ein ganz beeindruckendes Ding hier. Was kann das? Das ist eine ÖMTC-Ladestation. Wir können AC- und DC-Laden anbieten, also CCS und CHAdeMO und Typ 2 können wir auch anbieten. Das wird jetzt an allen Stützpunkten in Österreich eingeführt oder was wird das? Ja, geplant ist jetzt einmal 15 bis 18 Stück. Wir werden auch Wallboxen haben, das sind sozusagen Wandboxen, wo man auch laden kann mit 11 oder 22 kW. Das ist eine neue Dienstleistung des ÖMTC. Die erste steht schon in Machtrenk und wir werden Offer to All machen. Das heißt, auch wenn man einen anderen Anbieter hat von einer Ladestation, dann wird auch erlaubt, bei uns zu laden. Um zu veranschaulichen, welche Energie ein Elektroauto benötigt, kann man hier den direkten Vergleich mit dem Fahrrad anstellen. Die letzten 8 Sekunden, noch 6, 5, 3, komm, die ziehst du durch, Roland, auf geht's, jawohl. Hast jetzt 1,12 Wattstunden produziert, also ein bisschen Anstrengung habe ich dabei gesehen. Und da kann man das einmal vergleichen, 7,5 Meter würde jetzt ein kleines Elektroauto mit der Energie fahren. Aber da sieht man mal auch, was die E-Mobilität an Leistung da drin hat in so einem Fahrzeug, weil nach einer Minute hast du schon gehörig an Energie auch auf dem Fahrrad gelassen. Also ich bleibe beim Elektrofahrrad. Im Wasser des Zeller Sees dreht sich alles um elektrische Mobilität. Das Highlight, ein Akku-Boat-Race mit selbstgebauten Booten. Als Antrieb dient für alle ein Akkuschrauber, es sei denn, diesem geht der Strom aus. Die Welle geht hier unten durch und kommt dann zum Akkuschrauber. Der ist hier von unserem Sitz verdeckt. Und man gibt eben hier ganz einfach mit dem Paukenzug Gas, wenn man das, also ist er gerade draußen, aber wenn man den zieht, dann wird der Hebel gedrückt und dadurch kann man Gas geben. Kann man den irgendwie hochzüchten, den Akkuschrauber, so wie ein Moped? Das ist bei der IONICA verboten, weil da kriegt jedes Team denselben Akkuschrauber. So. Der darf eben nicht verändert werden, sprich es kommt auf jedes technische Geschick an, außer eben den Akkuschrauber zu verändern. Und die Reichweite, kommt man über den See rüber? Ich weiß leider nicht, wie weit der See ist, aber mit 3 Akkus schon, höre ich gerade. James Bond landet hier, sondern eines der vielen Modellfluggeräte, die am Zeller Flugplatz von den stolzen Besitzern präsentiert werden. Doch nicht nur unbemannte Flugobjekte sind hier zu sehen. Auch ein elektrisches Personenflugzeug zeigt die Zukunft des Fliegens. Über die Zukunft der E-Fliegerei wird ja sehr viel diskutiert. Wie wird das ausschauen in den nächsten 10, 20 Jahren? Also unmittelbar in den nächsten Jahren wird, glaube ich, diese Elektrofliegerei vor allem einmal in der Flugausbildung massiv mehr werden, da einfach die Lärmbelästigung wegfällt und auch die Ausbildungskosten reduziert werden können.
und natürlich im zweiten Bereich mit der Elektromobilität in diesem Drohnenkonzept, die halt dann autonom fliegen und Shuttle-Services bis zu 50, 60 Kilometer übernehmen. In Großstädte ist das jetzt überall geplant. Langfristig, vielleicht kommt auch ein Hybridantrieb, dass man sagt, man nimmt einen Elektromotor für einen Start und dann für den Streckenflug einen ganz kleinen Verbrennungsmotor nur, weil ich da eh wenig Leistung brauche. Und irgendwann vielleicht voll elektrisch, aber das wird, glaube ich, noch etwas dauern, wenn man doch mit der Endurance etwas eingeschränkt ist. Kurzstrecke vielleicht, Langstrecke über den Atlantik wird es wahrscheinlich etwas dauern. Und die Ladenetzwerkinfrastruktur ist dasselbe Thema wie beim Auto, die muss natürlich aufgebaut werden. Nach einem Event wie der IONICA 2019 wird dem Besucher klar, dass E-Mobilität ein Thema ist, das bewegt und aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist. Das wissen auch schon die Kleinsten.